Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Go Vacation. Wir betreten heute das Schneeresort, tatsächlich bei Tag, würde ich sagen. Und ja, los geht's. Ja, los geht's, würde ich sagen. Das Schneeresort wartet auf uns. Das City-Resort haben wir ja tatsächlich abgeschlossen, das Stadtresort. Das Seeresort, da sind wir noch etwas im Rückstand, aber da werden wir auch irgendwann wieder hin zurückkehren. Mal gucken. Und jetzt muss er natürlich erstmal das ganze Resort laden. Hasenpiste! Nice! Oh Gott, sieht das geil aus. Affenschneepark. Alter! Koritukusdorf. Oh, okay. Und Tonga Blanca. Boah, Alter, ein fettes Gebirge. Holy shit. Wow! Ja, willkommen im Schneeresort. Also, hier bieten wir Skifahren, Snowboarden, Schneemobile und Schneereifen an. Ja, auf den Pisten kann man sehr viel machen. Also, ja, zum Stempelsprint. Als erstes gibt es Schneeschlacht. Okay. Schneeschlacht. Alles klar. Wir können jetzt hier Skifahren, Alter. Geil! Ja, geil. Ich feier das. Ich feier das. Ich feier das. Ich feier das. Was ist das hier? Das ist doch kein Spiel, oder? Ist das ein Spiel? Ich kann es nirgends finden. Steht da so untätig rum. Hör mir zu. Okay. Mein Vater liebt Eintopf, also wollte ich ihm einen Dank für seine Arbeit zubereiten. Nachdem, funkelte Eintopf gestoßen. Ich weiß, wo ich die Zutaten, jedes Mal, wenn ich mich auf die Suche, lande ich immer hier. Okay. Ja, natürlich. Da liegt auf jeden Fall jemand absichtlich einen Stein in den Weg. Oh. Finde die Lachmilch-Oma. In einem Hotel am kristallklaren See soll eine alte Frau zu Gast sein, die lecker Milch verkauft. Ja, wie auch immer. Ist mir ziemlich scheißegal, was du von mir willst. Ja. Das machen wir irgendwann später, diese Suchaufgabe. Das machen wir auf jeden Fall irgendwann später. So. So, zack. So, wir finden unsere Schneeschlacht. Hier findet unsere Schneeschlacht statt. Der Deutsch kann ich anscheinend auch keins mehr. Na dann. A ist bewegen. A ist Schneebälle werfen und B wiederholt drücken, um Schneebälle zu formen. Okay. Ja, okay. Alles klar. Ja, geht los. Was? Nochmal Ladescreen? Die Ladescreens sind im Spiel nerven tatsächlich. Das ist so ein kleiner Kritikpunkt meinerseits. Oh Gott, wir hatten die gerade rumgespackt. WTF. Oh so, ich habe ja noch genug. Ah, Hilfe. Ja, ja, easy. Jawohl, easy. Komm, alle her hier. Alle kommen hier jetzt her. Oh, ich habe keine Schneebälle mehr. Shit. Der eine ist schon mal raus, oder? Ja. Okay. Ja, komm her. Boy. Hä, was ist? Die ist jetzt ein fetter Schneeball. Oder was? Die kann jetzt die anderen Leute rammen. Alles klar. Okay. Haha, ich staube ab. Easy. Ja, ich staube ab. Geilo. Ich staube ab. Au. Ach so, der Typ ist noch nicht. Okay, der Typ ist noch nicht down. Das habe ich nicht gecheckt. Jetzt ist er aber down. Nice. Haben wir gewonnen, oder? Ja, sieht gut aus. Tatsache. So ist es. Wir haben gewonnen. Easy. Dankeschön für den ersten Platz. Dankeschön für den Pokal. Ich weiß, ich bin super. So. Okay. Was gibt's als nächstes? Ich habe richtig Bock jetzt auf Skifahren und so weiter. Komm schon. Lass mich Skifahren. Komm schon, lass mich Skifahren, bitte. Jetzt. Ich bin hyped. Hyped. So. Ja, unglaublich, ich weiß. Unglaublich, unglaublich. So. Oh, als nächstes gibt es ein Schlittenrennen. Ein Schlittenrennen also. Hundeschlitten. Das dürfte auch hier direkt in der Nähe sein eigentlich, oder? Oder wo ist das? Oh. Ja, aber sie hat gemeint Lift 7 und das ist, glaube ich, Lift 7. Also fahren wir mal hoch. Wie jetzt? Achso, ja, gleich mal auf die Fresse gepackt. Wunderschön. Ja, Tatsache, habe ich richtig gewusst. Vorher waren wir am Fuß von Sessellift 7 und jetzt sind wir Sessellift 7 hoch.
fahren. Genau, das war das Wort. Alter, jetzt hier Hundeschlitten, ne? Ich bin eine alte Oma. So, wenn Symbol scheint, wiederholt drücken. Nicht mehr. Ja, die Steuerung ist schon sehr vereinfacht. Trotzdem habe ich Bock. Und vor allem das Ganze hier zu erkunden später, habe ich auch richtig Bock drauf. Die ganze Welt. Das, glaube ich, könnte sehr lustig werden. Schatzkarten müssen wir ja erst wieder finden, denn die Schatztruhen tauchen erst auf, wenn wir diese Schatzkarten hier im Ladescreen bekommen. Tatsächlich. Und ja. So. Okay, los geht's. A wiederholt drücken. Geile Sache. Bam, bam, baram. Baradadam, dam, dam, daram. Baradadam, dam, dam, daram. Baradadam, dam, dam, daram. Dam, dam, dam. Okay, wunderschön. Bisher ist es ganz gut. Man muss halt immer die Lenkung vom Hund mit einberechnen. Nicht, dass wir hier gegen eine Bande fahren. Das wäre eigentlich ganz gut. So, komm. Da den Berg hoch müssen wir wieder drücken. Zack. Drück, 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 drück. Komm, Hundi. Du schaffst das. Du bist der Beste. Du machst das super. 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 Ja, super. Genau, du machst das super. Komm schon. Du schaffst das, Hundi. Oh Gott, nicht so weit nach außen. Oh, 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 oh. Ganz ruhig, ganz ruhig. Nicht so weit nach außen. Okay, und wieder nach oben. Beschleunigen. Beschleunigen, mein Freund. Du schaffst das, da ist das Ziel. 1,20 ist der Rekord und wir schaffen eine Zeit von 1,04. Hast du gut gemacht, Hundi. Muss ich dich loben. Und husten muss ich auch anscheinend. Wunderschön. Hast du mich gut gezogen, mein Freund. Was ist Schneeresor Einführung 15? Es gibt... Wow. Wow, das sind viele Einführungsbilder. Alles klar. Einführung 15? The fuck? Warum so viel? Ist ja komplett unverständlich. Ja, ho, 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 ne? Ich bin der Weihnachtsmann. Alles klar, kenne ich mich aus. Noch 19, bis ich alle hab. Alles klar, als nächstes gibt's das Schneerennen. Geil, das Schneerennen. Nice. Hallo, leg mal los, bitte. Ich würde gerne mal ganz kurz die Abfahrt hier taken. Können wir jetzt... Oh, warte. Ich würde natürlich auch gerne die Tiere fotografieren. Zack. Jawoll. Ein geiles Rentier haben wir hier fotografiert. Und weiter geht's. Ja, stell deine Skier kurz um. Gar kein Problem. Und jetzt fahren wir die Piste runter, Freunde. Yeah. Wir fahren die Piste runter. Geilo. Der fährt da einfach mal mit dem Schneemobil hoch. Alles klar. Alles klar. Wunderschön. Runter geht's, Freunde. Genauso fahre ich im Real Life auch. Ich bin super in Real Life. Das Problem ist, was ist das? Braucht ihr jemand Hilfe? Oh nein! Hallo! Kein Ding, ich habe dir gerne geholfen. Ich bin zwar selber auf die Fresse geflogen, aber ich habe dir gerne geholfen. Hab mir 100 XP gegeben, hallo. Ja, ich habe hier gerade ein kleines Problem. Wir müssen zu Lift 6. Das heißt, ich werde euch mal kurz, glaube ich, cutten, wie wir zu Lift 6 hinfahren. Denn hier ist Lift 7, wo wir sind. Und wir müssen zu Lift 6. Genau. So sieht's aus. Oh, richtig fett tricksen. Holy shit. Jawohl. 1080. Easy. So, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das hier Lift 6. Oder? Habe ich das richtig gesehen? Leider sieht man das hier irgendwie nicht, ne? Egal, wir benutzen ihn einfach mal. Ja, komm schon, das muss doch Lift 6 sein. Ja, so sieht's aus. Nice. Habe ich doch richtig gesehen. Okay, dann geht's jetzt noch schnell zum Skirennen hier. Geile Sache. Freut mich. Los geht's. Ja, tun wir's, Alter. Ich bin richtig motiviert. So, 5 Sekunden Strafe für jedes verpasste Flaggenpaar und nach links und rechts bewegen. Gut. Okay, einfach nur eine Abfahrt also. Wo wir Tore passieren müssen. Wir fahren mit Skiern übrigens, ne? Ich bin Skifahrer im Real Life, nicht Snowboarder. Deshalb fahren wir Ski. Fahre durch die Flaggen zur Ziellinie. Okay. Durch die Flaggen zur Ziellinie fahren. Das dürfte kein Problem sein. Gut. Ich finde es schön, wie man hier immer andingsen muss. Okay. Kein Ding.
Weil man hier immer ein bisschen Speed geben muss mit den Stecken. Ist auch ganz nett eigentlich. Muss man zwar im Real Life sicher nicht bei solchen Berg hängen, aber okay. Wie auch immer. Wie das Spiel meint, ne? Bunny Slope. Oh, es ist eine Bunny Slope. Okay, was heißt das? Heißt es hier, dass hier relativ viele Hügel sind oder was soll das genau heißen? So, wir schieben mal wieder ein bisschen an. Mit den Stecken. Ja. Ach, da rechts ist die Bunny Slope wahrscheinlich. Weil da halt, ja, ne, relativ viele Schanzen sind zum Springen. Okay, wir haben es ja relativ gut geschafft von der Zeit her. 1:01 und eigentlich war die Zeit 1:45. Also bin ich zufrieden, würde ich sagen. Ja, oh, geil, Alter, er klatscht mit den Stecken. Yo, das habe ich auch immer, das mache ich auch immer. Das ist saugeil. Ja, genau. Oh, da kann man auch grinden. Tatsache. Oh, okay, da gibt's auch wieder Rails zum Grinden. Ja, genial, Alter. Weiß ich. So, alles klar. Noch 18, bis du alle hast. Als nächstes gibt's das Schneemobil-Trick-Dingsbums-Blabla. Genau. So. Okay, ich würde sagen, ich erkunde den restlichen Part noch ein bisschen. Und ich melde mich, wenn ich was gefunden habe. Holy shit, was ist das denn für eine Abfahrt? Yo, ja moin. Alles klar, da taucht einfach mal ein Spieler vor mir auf. Alles klar. Alles klar. So, kurz mal ein paar Tricks noch. Geil, 360 Grad immerhin irgendwas. Oh, guckt mal, was ich hier entdeckt habe. Nice. Komm schon, wir reißen jetzt nochmal 0,00 Meter. Ja, yeah, Bungee Time, Alter. Bungee Time, Freunde, Bungee Time. Das heißt, wir werden jetzt mal ganz kurz wieder... Alles klar, schönes Bild. Kurz mal wieder 0,00 Meter rausreißen. Geilo. Eine Schatzkarte. Das gefällt mir sehr gut. Schatzkarte Nummer 6 war das. Bisonfels, 185 Meter sind's. Na gut. Ziel sind 20 Meter. Ich will natürlich mehr schaffen. Ist ganz klar, 0,00 wäre so mein Favorit hier. Ja, okay, es war jetzt noch nicht perfekt, aber 4,40 ist auch schon mal okay. Ja, ist auch schon okay. Ich würde aber gerne noch was Besseres hinbekommen. Und wenn schon keine 0,00 sind, immerhin 0, irgendwas. Ja? Ja. Das wäre ganz super. Ja, komm. Ich lasse euch den Versuch noch drin. Und dann machen wir einen Cut, bis ich was Besseres als 4,4 schaffe. Ist ja nicht mein Niveau. Das war wohl zu langsam. Schade aber auch. Ja, okay, komm, wir starten einfach nochmal neu. Ich warte jetzt so lange, bis ich was Gutes hinbekomme. Oh mein Gott, da war es wieder. Da war es wieder. Reingeschaut, Leute, reingeschaut. Easy. Oh, nice, Alter. Wieder 0,00 Meter. Schöne Sache. Das freut mich auf jeden Fall. Wunderschön, damit bin ich zufrieden. Jetzt können wir wieder Bungee-Springen hier beenden. Es gibt sicher noch mehrere Bungee-Sprungorte hier im Bergresort. Bietet sich zumindest auf jeden Fall an. Ich meine, im Schneeresort. Würde sich auf jeden Fall anbieten. Wir werden es mal sehen. Und mein Ziel ist, überall 0,00 zu schaffen. Nee, Spaß. Ist es nicht. Aber es wäre eine geile Sache. Ich glaube, Müsli hat es ja geschafft, ne? Müsli. Du suchst die. Ja, gut. Dann würde ich sagen, sind wir für den heutigen Part durch. Ab jetzt geht es immer im Schneeresort weiter. Ich hoffe, ihr freut euch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.